Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK Survival Evolved zusammen mit German Let's Play. Hallo. Leute, vergesst nicht, beide Kanäle zu abonnieren, um zukünftig keine neuen Folgen von ARK mehr zu verpassen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Geile Glocke aktivieren und meine Damen und Herren, zieht euch mal rein, was wir in der letzten Folge gebaut haben. Manion hat sogar noch ein wenig erweitert. Hier, unser ziemlich geiles Haus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin stolz drauf. Also ich finde es wirklich klasse und werde hoffentlich jetzt hier auch direkt mal ein bisschen was weiterbauen. So, komm mal her. Ach, schön hast du gekackt, Klumpi. So, sehr gut. Glaubst du denn, das hält was aus? Ich weiß es nicht. Man sollte vielleicht nicht generell nicht mehr was angegriffen. Nein! Eine Wand fehlt mir noch, dann sind nur noch Decken dran. Okay, ja, ich kann zumindest schon mal jetzt 4 neue herstellen. Oh, Level up. Wie viel Bewegungsgeschwindigkeit hattest du nochmal? Ich habe 112, aber ich höre jetzt auf damit. Ich muss mal in die Kommentare gucken, wie viel ich brauche. Ich habe es jetzt auch nochmal auf 112 gepackt, sodass das... Oh, metallen Schwert! Hast du das gesehen? Eine Metallsichel, krass! Ach so, ja, Metallschwert. Ja, das Schwert ist ein Metallschwert, denke ich. Der unangefochtene Herrscher für Nahkämpfe muss in einer heißen Flamme geschmiedet werden. 50 Metallbahn. Ah, dann nochmal danke, 50. Leute. Für mehr Metall müssen wir diese kleinen Vorkommen auch mit der Spitzhacke abbauen. Da nochmal, gracias. Hier ist Metall. Hast du noch Steine zufälligerweise? Ja, ein paar. Weil Dächer... Oh, nee, Dächer sieht gut aus. Achso, 1, brauchst du nicht. 2, 3 und... Och. Tada! Ja, Alter. Und wieder fertig, aber diesmal richtig. Hä, Klumpi, was ist los? Ganz ruhig. Du hast ihn auch folgen. Ja, der kann mir ja ruhig folgen, ne? Boah, Edgar ist schon Level 81, Junge. Er ist eine absolute Kampfmaschine. So, wir könnten mal gucken, was wir denn hier drin noch so brauchen können. Ich habe 45 Metallrohstoff. Oh, machen wir uns... Nee, Schwert, brauchen wir Schwerter? Erstmal eine Spitzhacke für dich und eine Axt. Okay, ja, stimmt. Wieso machen wir uns keine Armbrust? Haben wir die Ressourcen dafür? Ja, 7 Metallbarren. Ja, hätten wir. Ja. Peter. Warum hast du noch ein Leder für mich? Na, ich habe alles für dich, mein lieber Menil. Ja. Alles außer Leder. Echt? Ich habe keins. Komm, wir holen Leder. Komm, Klumpi. Wir holen Schlingel jetzt ein bisschen Leder. Gehen wir hier vorne mal längs. Oh, im Wasser ist ein Enemy. Also dafür ist Klumpi echt cool. Ja, das ist wirklich nice. Hier sind Dodos, hier gibt's genügend Leder. Dann lass mich die mal anchargen. Mal gucken, was passiert. Der greift Klumpi an. Ich helfe dir. Ich stürme. Schaff's ihn. Ich glaube schon. Ja, Klumpi. Klumpi ist ihn. Nein. So, dann ich klopp hier nochmal den Dodo. Tut mir leid, Dodo, aber ich brauchte ein bisschen Leder. Alter, ich mache 66 Schaden an einem Dodo. Jo, das ist krass. Da ist die glorreiche Basis. Oi. Mit dem krassesten Schutz aller Zeiten. Zack. Dann ein bisschen Leder und ich mache dir eine Spitzhacke. Oi. Und einmal herstellen. Zack. Alter. Und du kannst ja jetzt einfach deine Pfeile drauf machen, nee, ja, ne? Ja, doch, die Pfeile sind da drauf. Echt jetzt? Ja, und man kann richtig schön aimen. Ja, wir haben ja noch Erz. Ist hier noch was drin? Ja, doch, einer reicht ja. Einer, der da drin ist. Ja, keiner. Doch, ein Metall ist drin. Dann kann ich mal gucken, dass ich noch ein paar Pfeile herstelle. Ich habe ein Geschenk für dich. Oh, ich liebe Geschenke, aber komm mit rein, dann habe ich gleich auch ein Geschenk für dich. Ja, dein Geschenk ist das hier. Tada! Steinpfeile, danke. 50 Stück. Wow! Ja, ich bin... Wie lange braucht das denn? Ich habe keine Ahnung, es scheint zu bangen. Und wir hätten auch eigentlich viel mehr. Das raff ich nicht. Nee, wir hätten noch 45. 45? Hat sich da reingepackt, ja. Vielleicht wird nicht aus jedem Metallbarren. Ach, aus 2 Rohstoffdingern oder 3 oder so wird ein Barren. Aha, es sind 3 drin. Ich habe noch mal Nachschub. Vielleicht brauchen wir noch 5. Das glaube ich nicht. Ja, ich schmeiß hier rein. Das sollte ja auf jeden Fall genügen. Ja. Ja, da ist auch direkt ein Barren. Einmal Barren rein und dann einmal eine Armbrust. Wollen wir die gleich benutzen? Ja, dann wäre ich dafür, dass wir vielleicht den Trize da hinten holen. Aber wollen wir nicht was anderes zähmen? Ja, was denn? Weiß nicht, wir gucken am Strand längs. Komm mit. Warum ist das hier eigentlich gerade so diesig? Komm mal her bitte, damit ich dir ein bisschen was geben kann. Vielleicht werde ich dann schneller. Haben wir noch Bolas?
Ja. Ja, zwei. Ich habe drei. Sonst könnten wir uns versuchen. Hier war doch ein Raptor. Ach so. Ja. Ja, da vorne ist irgendwie. Das ist das, was ich gesehen habe. Was sich so ein bisschen eklig fortbewegt. Ich weiß nicht, ob das feindlich ist. Siehst du das da vorne? Ach so, ja. Ja, ja. Ich scan mal. Irgendwas ist da hinten als Enemy. Ich glaube, der Raptor ist da hinten. Ja, im Wasser sind auf jeden Fall einige. Und nee? Achso, der Vogel ist ein Enemy, oder was? Oder? Nee, er ist doch ein Enemy. Oh, oh. Oder nee. Da irgendwas ist dahinter. Unser kleines Vieh, ja. Dann könnten wir zum Raptor gehen. Dann auf Entfernung, pack Klumpi weg. Achso, okay. Ich pack Klumpi hier vorne. Und dann Betäubungspfeile drauf oder einfach Pfeile. Okay. Willst du den zähmen? Ja, yeah, ich würde sagen, dass wir den zähmen. Und die Bola ist, glaube ich, bei denen wichtig. Ja, dann erst einmal die Bola drauf und dann Betäubungspfeile. Ja, ich nehme auch eine Bola. Ich schwing schon mal die Bola. Mach das. Okay, wir müssen auf achten, weil der Raptor ist echt schnell, glaube ich. Ja, dann mach. Ich sehe ihn nicht. Ja, direkt ach, du meinst den hier gar nicht? Wen? Ich dachte, du meinst den hier direkt neben mir. Der gerade wen angreift. Nee, der Raptor greift ihn gerade an, lol. Komm zu mir, wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Ach doch, da hinten. Okay, ist okay, okay. Von mir weggerannt. Oh, hier ist ein Drop. Können wir uns gleich holen. Wo ist der Raptor? Da ist auf jeden Fall so ein Schildkrötenvieh. Ja, aber ich dachte, du hast den Raptor gesehen. Ja, der war auch gerade hier und wurde attackiert. Okay, lass uns zusammenbleiben. Komm mal zu mir. Da hinten ist ein Stegosaurus. Auch interessant. Aber ich glaube, so ein Raptor wäre für unsere Offensive halt extremst geil. Ja. Weil ich glaube, wenn wir Raptor haben und Edgar, die machen gut Damage. Oh, der Drop ist unten. Ja, hol ihn dir. Zündpulver, okay. Krass. Oh, hier hinten ist noch ein Drop. Hallo, Herr Stegosaurus. Warte mal, ein Stegosaurier muss doch auch krass sein, oder nicht? Ja, ich denke schon. Oh, der Raptor. Wo? Ist das so? Ja, das ist ein Raptor. Direkt bei mir. Okay, ich komm. Ist er alleine? Ja. Okay, ich stell Klumpi zu Edgar, weil Edgar ist King. So, okay. Wo ist er? Der war gerade neben Klumpi. Edgar. Da, der da. Das ist doch kein Raptor. Der heißt Raptor, guck. Nein, das ist doch kein richtiger Raptor. Ach, du willst doch richtiges Monster haben, oder was? Ja, was hast du denn gedacht? Naja, also wenn wir gegen den einen verlieren, dann werden wir doch auch gegen einen riesigen Raptor verlieren, oder nicht? Nein, du redest von einem T-Rex. Ich rede von einem Raptor, die unsere Basis damals überfallen haben. Ich wünsche, genau die würden wir nochmal wieder treffen. Das wäre schön. Das stimmt. Da auf der anderen Seite. Ja, aber lass uns lieber einen Stegosaurier holen. Der kann mit seinem Schwanz dann coole Sachen machen. Außerdem erinnert mich an Stegi. Bist du bereit? Ja, ich hole meine Betäubungspfeile. Und 3, 2, 1, hoppa! Hängt der da? Nee. Ich betäube ihn. Okay, ich gehe auch ran. Oh nein, er hat mich angegriffen. Jetzt greift Edgar an. Hoffe ich zum... Nee, macht er nicht. Okay, ich habe gut in ihn reingeballert. Ich auch. 73 mache ich damit. Oh, ich glaube, er flüchtet. Ja. Nein, wieso gehst du ins Wasser? Ich habe ihn nochmal getroffen. Nein! Nein, wir sind auf den Meeresgrund. Das ist doch ein Scherz. Aber vielleicht geht's trotzdem. Er bekommt Schaden, glaube ich. Echt? Ja, er wird ertrinken, ja. Oh nein. Oh Gott, Piranhas! Oh nein. Nein, ich sehe es. Oh Gott, Hilfe! Komm raus da. Aua. Gieß sie an. Jetzt greifen die den bestimmt auch an, oder? Ich weiß es nicht. Das ist doch ein Witz, so ein Trottel. Ich habe schon Sachen reingepackt, mir Fleisch. Und okay, ich will halt gucken, ob er gezähmt wird. Ist denn Fleisch? Nee, ne? Nee. Beeren. Ja, ich pack mal was rein. Ja, Zähmung 1,5, auch unter Wasser. Ja, aber er wird nach und nach sterben. Nee, er verliert keine AP. Oh Gott, da hinten ist ein riesiger Hai. Oh, ein Vogel. Okay, der ist ja erstmal versorgt. Dann lass uns hier mal... Ey, was macht ihr denn da? Verpisst euch! Alter, Edgar greift an. Ja, Edgar tötet ihn. Er guckt sie an. Er stürmt sie an. Da hinten ist nämlich ein Drop. Nein, er ist verschwunden. Mist. Ich hoffe, der Stegosaurier wird nicht gefressen. Ich guck mal nach ihm. Hallo? Ist er noch da? Ich glaube, er ist weg. Was? Warte, sind wir weiter weggegangen? Sind wir so weit gegangen? Nee. Sie haben ihn gefressen. Nee. Ja. Aber irgendwie bin ich froh. Da hinten ist noch einer! Der war aber auch dumm. Der war einfach dumm wie Scheiße. Ja, der wäre nicht gut gewesen für unseren Squad. Wo bist du denn? Weiter am Wasser entlang. Oh oh. Da hinten ist einer mit den Krallen. Ich baller ihn an, okay? Ja, warte, ich bin noch nicht da. Ja, ihr soll ja erstmal hier hinkommen. Jetzt. Ich baller ihn seinen Kopf. Mach das. Oder in die Seite. In die Seite ist jetzt komm her. Oh ja, genau, wir locken ihn erstmal. Oh ja, nochmal 30 Schaden. Oh nein, Edgar, töte ihn nicht.
Natürlich nicht. Greif mich nicht an, du wirst sterben. Nein, du Edgar, musst, du, was machst du Edgar, denn? Edgar, Edgar, warte, ich hol. Ja, mach ich. Ich hab's vergessen. Nein, Edgar, warte. Edgar, bleib stehen. Du bleibst jetzt stehen. Edgar, komm hier hin. Sitz. Oh, Mann. Edgar, lass ihn doch. Der, bist du denn? Junge, Edgar. Nein, aus. Aus, Edgar. Jetzt lass doch den armen Stegosaurier Edgar. In Ruhe. Ich halte ihn. Okay. Geh zu ihm. Okay. Komm her. Ja, ich komme auf die andere Seite. Ich baller noch mal so einen Pfeil in ihn rein. Ja, er liegt. Ja, oh, schön. Sehr gut, er hat aber kaum noch HP. Oh, wie Mann, kommt Mann. Das? So, warte. Inventar öffnen. Warte, ist das nicht... Das ist doch ein Raptor, oder? Was? Guck mal, da neben dir. Wo? Na, der Rote. Nein, Mann, Raptoren sind viel größer. Was ist los bei dir? Das ist aber trotzdem auch ein Raptor. Was macht er da? Er ist irgendwie aggressiv. So, warte, ich brauche Narco-Berries. Nee, brauchst du nicht. Doch. Nee, gib ihm mal einfach zu essen. Nee, du willst ihn hauen, er hat nicht mehr so viel HP. Ja, Leute, wenn ihr mich angreift, habt ihr Edgar am Hals. Ha? Du hast Stress. Hier, du da zum Beispiel. Der greift den Großen an, der jetzt wegrennt. Du mieser Harald. Der Kleine. Du mordst hier die Leute? Hä? Denkst du, wer ist was Besseres? Warum machst du Schaden? Warte, ich hau den auch. Nein! Vorsichtig, da hinten ist das Vieh, Manuel. Naja, Edgar wird den schaffen. Und? Ja, geht doch. 10%. Ja, wir könnten hier farmen. Komm. Edgar, mein absoluter Schatz. Mein absoluter Schatz, Edgar. So krieg ich nur Feuer. Er killt immer alle Dinos und scheißt auf den Boden. Es ist Edgar, der König der Tiere. Es ist Edgar. Kann scheißen wie kein Zweiter, denn er macht gerne Gott. Egal ob Nacht oder Tag, denn es ist Edgar, der König der Tiere. Wer macht die größten Haufen? Das ist natürlich Edgar. Er macht die größten Haufen. Es ist natürlich Edgar. Wen lieben die Ladies? Es ist natürlich Edgar. Und Klumpi gibt es auch noch. Und Klumpi ist auch noch da. Oh, hallo, mechanisches Vieh. Wie geht's denn unserem Champion? Keine Ahnung. Gibt's den noch? Alter, ist blutig. Ja. 30%. Ja, Mann, Alter. Edgar hat ihn aber auch zugerichtet, wie nichts gut ist. Oh, da ist wieder so ein Vieh. Stimmt, wir können hier für ein bisschen Leder eigentlich auch. Komm, Edgar. Komm mit. Du hast die Erlaubnis, alle umzubringen. Es ist natürlich Edgar. Edgar. Töten alle. Edgar. Oh nein, dein Vieh. Ich hab dein Vieh mit angegriffen. Oh Gott. Lebt er noch? Ah ja, sonst würd's da stehen. Oh Gott, er hat nur noch ein bisschen. Manuel, bring Edgar weg. Ich hab ihn einfach angecharged, ich Trottel. Oh Junge, er ist natürlich ungelogen ein Tausendstel. Ja, aber Edgar ist gerade leider zu schwer. Der hat echt viel Ballast. Kannst du mal kommen und dem irgendwie was wegziehen? So, pack rein. Ich schnapp mir das eine Vieh hier mit der Armbrust. Boah, 118 Schaden macht die Armbrust. Krass. Und ich glaube nicht mal, es sind nicht mal Kopftreffer. Boah, 356. Alter Mann. Schwede. Ja, ja. Hä? Ja, ich hab halt den Kopf geschossen. Was oh bist Gott, du für ein Schuss, krass. Danke für dein Leder. Oh. Komm mal bitte her. Warte, Edgar schwimmt gerade. Oh nein. Was machst du? Da ist ein Piranha, der mich gerade... Ja, ich hab ihn. Wie soll ich ihn nennen? Du hast ihn. Soll ich ihn Stegi nennen? Ja. Komm, zack. Was ist los? Oh, Edgar hat Probleme. Was denn? Ja, hier hinten. Lass doch Edgar in Ruhe. Ich komm! Die werden Edgar töten! Nee, werden sie nicht, aber ich. Also. Warte, wir ballern sie ab! Oh nein, Edgar rennt weg! Oh nein, das bedeutet, er hat nur noch wenig HP! Nee, hat er nicht, er hat viel. Aber was war das da gerade? Oh Gott! 350 Boah, volle Kanne in sein Gesicht. So, warte, dann hole ich. Ja, Stegi hat auch wieder ein bisschen HP. Willst du mal probieren, mit dem Stein abzubauen oder so? Achso, ja, ja, wir müssen ja. Bräuchten erstmal. Kann man den reiten? Er wird immer noch angegriffen. Die Frage ist, ob man den überhaupt reiten kann. Ja, kann man, glaube ich. Alter, Edgar stirbt. Du musst mir wirklich jetzt helfen. Ja, ich komme. Dann. Ja, Stegi! Ja! Oh, er hat sie alle Stegi weggemacht. Kam da dran. Ja, warum kam der denn da ran? Weiß ich nicht, weil die wahrscheinlich an seinem Arsch hingen. So, komm, lass sie alle nach Hause bringen. Alle in Sicherheit. Kommt mit, Jungs.
Ey, Entschuldigung. Wollen wir den wegwrecken? Nein. Den hier? Seitdem du Edgars Stärke erkannt hast, willst du alles und jeden einfach nur ja, noch weil wir dann Leder bekommen. So, ich hoffe einfach, dass es jetzt zu keinen Unfällen kommt. Also es wäre auf jeden Fall typisch. Oh, ich werde von Fürth... Nee, Moment, was? 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 Hey, Edgar greift doch nicht mehr an. Was ist denn los bei Edgar? Doch, er greift gerade an. Genau, wieder diese doofen Fliegen. Und auf die kommt Edgar einfach nicht klar. Hier, töt ihn mal bitte, der ist direkt an meinem Arsch. Naja, Stegi müsste das eigentlich machen. Nee. Doch, doch, er geht doch. Er kommt jetzt. Ja. Perfekt. Also irgendwie okay. Ist es ein perfekter Schutz. Ja, weil wir sind einfach eine perfekte Familie. Ich meine, wir sind Papa Menü, Papa Palette und dann haben wir den kleinen Klumpi, Edgar und Stegi. So wächst unsere kleine Familie. Wie schwer das wird, die alle aufzuzählen. Wenn wir dann so 30 Dinos ja. haben. Ja, und das ist Edgar 12 und... Ja, Edgar 24 Zedgar ist im letzten Part gestorben. Und Klitka und Flumpi. Oh, da hinten ist unsere Basis. Dann haben wir es geschafft, Manny. Also ich muss sagen, ich bin impressed von uns. Ja. Also die absoluten Arc-Profis oder sonst was, wenn jetzt bestimmt sagen, oh ja, das können wir auch. Ja, toll. Aber wir sind Arc-Anfänger. Wir haben es noch nie wirklich gespielt. Also ich habe es tatsächlich davor noch nie gespielt. Ich auch nicht. Und auch keine Videos dazu angeguckt, ne? Gar nichts. Nee, nee, ich wollte immer einfach alles die dazu Experience, gemieden. Das ist jetzt gerade genau. Einfach nur zocken und dann immer gucken, was so in den Kommentaren geschrieben wird. So der eine oder andere Tipp. Das ist geil, ne Manuel? Hä? Das ist geil. Stegi? Ja, die kommen noch. Ah, perfekt. Oh, und da sind alle wieder zu Hause. Ja. So Leute, das war's mit der heutigen Folge von ARK. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um zukünftig keine neuen Folgen von ARK mehr zu verpassen. In der Videobeschreibung ist German Let's Play verlinkt. Wir wechseln uns ja immer mit den Folgen ab. Die morgige Folge kommt dann wieder bei ihm, übermorgen dann bei mir. Leute, ihr wisst Bescheid. Habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.